Me. Heute haben wir eine kleine Gesangsstunde bei In den ersten drei Folgen habe ich ja schon gemerkt, chinesisches Mandarin klingt irgendwie anders als Deutsch. Ach, wirklich? Der Grund, Chinesisch ist sozusagen eine musikalische Sprache. Keine Angst, ihr müsst nicht singen können. Es gibt auch komplett unmusikalische Chinesen. Die Bedeutung chinesischer Wörter hängt nämlich unter anderem davon ab, wie ihr die Wörter spricht. Ma, 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 ma. Fünf unterschiedliche Wörter auf Mandarin. Der sogenannte erste Ton. Ma. Denn spricht ihr wie ein Roboter. Guten Tag, ich spreche Mandarin. Ma. Könnt ihr, oder? Zweiter Ton. Ma. Stimme von unten nach oben. Ma. Am besten wie eine Frage auf Deutsch. Hast du das gemacht? Hast du das gemacht? Ma. So, der dritte Ton. Hier müsst ihr singen können. Zumindest ein bisschen. Ma. Erst mit der Stimme runter, dann mit der Stimme hoch. Ma. Achtung, kleine Besonderheit. Von halb oben nach unten. Und dann nach oben. Ma. So, gleich geschafft. Der vierte Ton. Ma. Von oben nach unten. Ma. Auf Deutsch wie ein Verbot. Nein. Ma. Letzter Ton. Pipi einfach. Ma. Kurz, ohne Betonung, wie ein Punkt. Ma. Krasse Sprache, findet ihr? Keine Angst, das geht noch viel schlimmer. Kantonesisch zum Beispiel hat 9 Tone. Ihre Schwester, Mandarin, ist im Vergleich ganz einfach. Und was bedeutet jetzt was? Ma bedeutet Mutter. Ma bedeutet Hanf. Ma bedeutet Pferd. Ma bedeutet Schimpfen. Ma ist ein Hilfswort. Und jetzt wird's lustig. Mama Chima, Maman. Mama, Mama, fast. Mama Chima, Maman. Mama, Mama. Die Mutter reitet am Pferd. Das Pferd bewegte sich langsam. Die Mutter schimpft mit dem Pferd. Mama Chima, Maman. Mama, Mama. Und jetzt Hefte raus, Klassenarbeit.